Was haben nun die Schwäbergärten und Gartenhäuser mit der interkulturellen Woche oder den interkulturellen Wochen, jetzt sitze ich dahin, und mit Integration zu tun? Die gemeinsame Arbeit im Garten ist gerade für Migranten mit Sprachproblemen eine Möglichkeit der Kommunikation, ohne viele Worte. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass wir das jetzt nicht als eine Einzelaktion sehen, dass das ganz schön nett reingepasst hat in die interkulturellen Wochen, sondern das Thema war uns vorher schon ein Anliegen. Die Idee kam allerdings wirklich von der Frau Cecilie Sommer. Der Herr Sommer ist da. Herr Sommer. Sagen Sie Ihrer Frau liebe Grüße. Vielen, vielen Dank für diese tolle Idee. Ja, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren in Biberach und die erste Erfahrung war etwas interessant, weil ich damit gerechnet habe, dass es ganz, ganz schlimm schwäbisch sein wird, dass man die Straße fegen muss und andere Sachen, die man von Schwaben so hört. Und dann war ich da und da war ich überrascht, wie freundlich die Menschen sind und wie offen sie sind. Das war meine erste Begegnung und ich dachte, wow, die sind so weltoffen und die sind so locker und entspannt. Mein Name ist Andreas Schirmeister. Ich bin Standortleitung hier im CJD Bodensee Oberschwaben am Standort Biberach. Und heute Abend kommen alle zusammen, weil wir einen interkulturellen Abend organisiert haben im Rahmen der interkulturellen Wochen in Biberach. Und unser Ziel ist es einfach mal, uns in einem ungezwungenen Rahmen kennenzulernen, ein bisschen was auch was kulinarische Genüsse angeht, von anderen Kulturen oder von anderen Ländern kennenzulernen und uns auf ganz ungezwungene Ebene zu unterhalten. Also mein Name ist Yala Hastemir, ich bin Türkin und meine Erfahrungen in der Schule waren halt, ich wurde angesprochen, weil ich Türkin bin und man hat halt Vorurteile gehabt, viele. Viele haben gedacht, ich bin so wie der Rest halt auch, halt schlechte Erfahrungen gehabt, unhöflich, unfreundlich haben sie gedacht. Aber mit der Zeit haben sie gelernt, dass ich halt doch nicht so bin und dass eigentlich jeder Mensch gleich ist. Meine beste Freundin ist eine Deutsche. Ich bin Abi Ramadan. Ich bin hier geboren, komme ursprünglich aus Libanon und ich habe einen Beruf gelernt und das ist biotechnologische Assistentin, den ich mit Erfolg absolviert habe. Ich habe hier in Biberach tolle Erfahrungen. Ich bin sozial engagiert. Ich unterstütze Kinder, also mit Migrationshintergrund. Wir sind Freunde aus allen Ländern. Wir spielen gerne Fußball, das ist unser Hobby. Wir spielen jeden Samstag gerne Fußball miteinander und da nehmen alle teil, alle Nationen nehmen sie teil. Und wir spielen mit denen gerne. Ich kenne keine persönlich, aber ich weiß, dass Flüchtlinge in Biberach sind. Und ich weiß auch, dass die Aufenthaltsgenehmigung von denen begrenzt ist und dass sie deswegen in der Schule Schwierigkeiten haben oder keine Ausbildung anfangen können oder dürfen. Und das finde ich ganz, ganz schwierig für die jungen Leute. Amnesty International hat natürlich mit der Flüchtlingsproblematik zu tun, wobei wir in Biberach natürlich nicht so oft direkt mit Flüchtlingen Kontakt haben, wie zum Beispiel in Ulm. Oder siehst du Menschen, der ist schwarz oder weiß oder braun oder egal wie er aussieht, gehst du davon aus, er ist kein Deutsch, weil er so aussieht. Und muss man auch genau wissen, was ist ein Deutscher im 21. Jahrhundert? Was mich beeindruckt hat, was ich zwar schon kannte von dem Vortrag von der Friedrich-Ebert-Stiftung von vor ein paar Jahren, war eben das, was wirklich, was der Herr Brückner auch gesagt hat, diese Gefahr, die droht, wenn es bei uns politisch mal kippt und es geht schlechter. Dann habe ich wirklich Sorge, dass da ganz viel Nährboden da ist, ganz schnell und eben wirklich auch bei vielen jungen Menschen. Und
denke, die Verantwortung haben wir, dass wir da noch mehr hingucken und darauf achten. Und das Einzige, was man tun kann, was ich jetzt auch so nochmal rausnehme, ist eben dieser Begriff Zivilcourage. Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Lao Tse. Nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, bring dich ein, sag nein.